Diese Impulse aus der Ausbildung mit Christoph Schlick begleiten mich bis heute. Es ist alles da und das Innerste ist zutiefst hell und heil. Die Kreativität von Christoph, seine Spontaneität, seine Offenheit für ungewöhnliche Wege und auch seine Ehrlichkeit und die Treue in der Freundschaft. Wer gewinnt, ich oder ich? Der Blick von den Bedingtheiten auf die Möglichkeiten, Potenziale und die Freiräume, die ja immer da sind. Dass die Logotherapie nicht eine weitere Methode ist, sondern sie ist eine Haltung, die wir einnehmen, eine Haltung dem Leben gegenüber, indem wir unseren Sehnsüchten nachgehen dürfen, indem wir uns die Frage stellen dürfen, wer bin ich als Mensch? Wo ist meine Einzigartigkeit? Und wie darf ich diese Einzigartigkeit ganz authentisch ausleben? Ändere deinen Blickwinkel. Sieh dir immer alles von mehreren Seiten an. Ja, es gibt eine Anekdote sozusagen aus dem Kurs, in der mich Christoph sehr gefordert hat, mit dem Muss. Und wenn ich heute ein Muss verwende, dann muss ich immer an diese Sequenz denken und Christoph, danke, das hat mein Leben echt verändert.